Hallo Bastelzeit und heute geht's mal wieder ums Löten. Ja, ihr habt schon ein bisschen was von meiner Lötausrüstung gesehen in vergangenen Folgen. Mein stationärer Lötkolben, der sieht hier so aus. Das ist von meiner Lötstation. Klassisches Design, das heißt, wir haben eine Spitze. Die ist innen drin hohl in dem Fall hier. Und das eigentliche Heizelement sitzt hier außen rum und beheizt das Ganze dann. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil natürlich, die Spitze ist sehr einfach gehalten. Einfach nur ein Stück Metall. Nachteil, die Heizung hat keine direkte Verbindung zur Spitze. Das ist ja alles nur geschraubt und so. Das heißt, es reagiert nicht so schnell. Demgegenüber steht dann hier mein TS100. Den haben wir auch schon in einem Video gesehen. Der ist ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar, wir sehen die Spitze hier unten. Die ist da an der Stelle hier was dicker. Da sitzt das eigentliche Heizelement, ist in der Spitze eingebaut. Entsprechend kann der sehr schnell nachregeln. Das heißt, wenn hier vorne irgendwas die Hitze wegzieht, zum Beispiel weil wir mit Metall dran gehen, dann heizt der sofort nach und die geht sehr schnell auch wieder dahin. Zeigt sich auch allgemein bei den Aufheizzeiten, der ist in 11 Sekunden oder so hochgeheizt, hatte ich gemessen, der hier, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war über eine Minute oder so. Also komplett andere Liga. Der ist zwar schön, wenn man längere Zeit löten muss, aber naja. Der TS100 hat halt den schönen Vorteil, er ist direkt an. Jetzt könnte ich natürlich mir sowas Schönes, Bequemes holen, was auch direkt an ist. Aber die kosten Geld. Und außerdem, das ist kein Basteln. Ich will aber basteln. Deswegen habe ich da mal zugegriffen. Und zwar gibt es noch ein anderes System mit direkten Heizungen. Oder es gibt viele. Das hier, das sind Spitzen von einem solchen System, was auch direkt beheizt werden kann. Das sind die sogenannten T12. Spitzen, die werden ursprünglich bei Hecko eingesetzt oder Hacko oder wie auch immer man die Firma nennt. Das ist ein Hersteller von relativ professionellen Lötkolben. Das ist, glaube ich, so Mittelklasse, kann man sagen. Lötspitzen selber helfen jetzt aber natürlich nicht. Ich meine, klar, wir können jetzt mal hier vergleichen. Die sehen ungefähr erstmal ähnlich aus. Die Spitze mit der Heizung. Hier sieht man allerdings keine Verbreiterung. Aber was man schon sieht, die sind deutlich länger. Die Spitze hier, die geht ungefähr so lang. Und die hier, die ist nochmal ein gutes Stück länger. Technisch zwar ähnlich, aber ja, nicht ganz identisch. Die Ansteuerung von so Spitzen ist im Prinzip relativ einfach. Wir haben hier oben ein paar Ringe und so. Und dann können wir darüber die Temperatur messen. Und wir können Strom drauf geben für die Heizung. Das heißt, wir müssen im Prinzip nur uns irgendeine Ansteuerung bauen, die entsprechend die Temperatur misst, vergleicht, dann entsprechend Strom drauf gibt. Im Prinzip dieselbe Ansteuerung, die auch in 3D-Druckern verwendet wird. Das sind diese PID-Controller zum Beispiel, wo man dann langsam, aber bestimmt einen gewissen Wert anfährt und versucht, den zu halten. Dafür gibt's jede Menge Open-Source-Projekte und Open-Hardware-Projekte, wo man sich selber sowas bauen kann. Ich bin klassischerweise faul, deswegen bin ich wieder nach Fernost gegangen und habe mir da das hier besorgt. Das ist im Prinzip so ein Lötkolben-Ansteuerding, aber als fertiges Modul. Mal gucken, wie fertig. Ich bin hier auf eins gegangen, was meines Wissens fertiger ist als andere, aber den schönen Vorteil hat, dass es ein gutes Bedieninterface haben soll. Ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal, was wir denn hier so bekommen. Theoretisch sollte alles dabei sein, aber wer weiß. So, was wir dann hier schon mal haben, ist noch eine von diesen Spitzen. Okay, wusste ich schon vorher, die habe ich mir zum Glück da nicht nochmal geholt. Wir haben das hier, das ist wohl unser Bausatz für den Griff. Offensichtlich mit einem einzelnen Kabel. Immerhin, das hier ist, ja, das ist Silikonleitung. Das heißt, die ist auch sehr hitzebeständig dann am Schluss. Hoffen wir es jedenfalls. Der entsprechende Stecker und dann dürfte das hier die Ansteuerung sein. Die sieht soweit fertig aus. Wo geht's auf? Da. Und da sehen wir auch schon den Grund, warum ich mir das geholt habe. Da ist ein OLED drauf. Das ist ein bisschen bequemer als die, die es sonst so gibt. Es gibt die, glaube ich, noch mit 7-Segment-Anzeigen und es gibt sie mit solchen Dot-Matrix-LCD-Display-Gedönses. Aber OLED ist immer toll. Kann man gut lesen, auch bei Helligkeit und das sollte helfen. Dabei haben wir noch, okay, einen, das könnte ein Magnetschalter sein, das hier. Dann haben wir eine Neon. Oh, das ist durch den Zoll gegangen. Das sieht mir nach einem Quecksilberschalter aus. Vorsichtig damit sein. Quecksilber nicht ganz so gesund. Wir haben noch einen Knopf für auf das Poti drauf.
und ein Anschlusskabel. Okay. Und immer mehr Tüten. Warum nochmal verpackt ihr das immer tausendfach? Gut. Wir kommen leider nicht drum herum. Und da haben wir die eigentliche Ansteuerung. Ja, nicht viel zu sagen. Wir haben halt von der Vorderseite entsprechend hier ein OLED-Display. Das scheint sogar noch ganz zu sein. Kondensatorwiderstand und dieser Inkrementalgeber, die klassischen, die kann man so unendlich weit drehen, ist kein Poti und kann man drücken. Was wir dann auch auf der Rückseite haben, ist einfach mal die Anschlüsse. DC-In 12 bis 24 Volt. Das dürfte die Verbindung dann zum eigentlichen Lötkolben sein. Wir haben einen STC Microcontroller, die hatten wir auch schon mal gesehen. Das sind, glaube ich, diese 8051 basierten Controller. Ein Buzzer hier oben, 4 Pins, das sieht schon fast so aus, als ob da seriell rausfallen könnte. Und ein bisschen Zeugs außenrum, sagt mir jetzt so auswendig nichts. Wahrscheinlich ein MOSFET, um die Heizung einzuschalten. Das hier könnte ein Konfigurationsspeicher sein. Noch ein kleines Trim-Poti, um was einzustellen. Und ja, das ist unser Ansteuermodul. Scheint so zu sein, als ob wir da einen überschaubaren Aufwand haben, das ans Laufen zu bringen. Ist ja nur das hier und entsprechend der ganze Kram. Was nicht dabei ist, ist eine Anleitung. Okay, gut. Muss ich gleich mal gucken, ob da noch was auf der Webseite ist. Aber zumindest mal die Grundsachen kriegen wir auf jeden Fall so hin. Ob ich diesen Quecksilberschalter einbaue, mal gucken. Ich bin kein allzu großer Freund von dem Zeugs. Und gucken wir erstmal hier das uns an, wie das überhaupt hier mit den Spitzen abläuft. Ich packe da mal eine aus. So, die sind in verschiedenen Typen auch erhältlich, mit verschiedenen Formen. Können wir uns nachher mal angucken. Das hier dürfte wohl unser Kontakt sein. Und ja, das sieht gut aus. Der geht da rein, stellt Kontakt an mehreren Stellen her. Das ist 1, 2, 3 von den Federn. Die sollten eigentlich auch soweit da drauf enthalten. Geht hier auf entsprechende Lötlaschen. Das sieht überschaubar aus. Das hier dürfte dann wahrscheinlich am Schluss, wenn wir es zusammengeschraubt bekommen, ne? Das müsste aber da reingehen. Ja, okay. Gewinde ist nicht so sauber, aber das hier gibt dann unser Griff. Okay. Ja, doch, so rum. Wir sehen schon, so allein vom Halten her, das ist halt doch ein bisschen was anderes, was man in der Hand hat, gegenüber so einem TS-100. Das ist ein bisschen länger, das ist ein bisschen schwerer. Man hat hier Gummi, dass man nicht abrutscht. Und selbst gegenüber dem anderen, den ich so habe, wollte ich mal vergleichen. Ja, das ist ungefähr identisch. Hier oben, das ist ja nur Knickschutz im Prinzip. Kann ich im Prinzip erstmal so mit leben. Sieht gut aus, wenn auch aus billigen Materialien. Also man sieht hier schon, hier ist eingedellt. Das passt alles nicht so 100% aufeinander, aber die kann man auch einzeln kaufen. Ich habe halt das günstigste Set geholt, weil ich mal gucken wollte, ob das funktioniert. Hauptsache es funktioniert. Und das hier ist das T12-9501 Soldering Iron ESD Safe. Naja, ESD Safe habe ich so meine Zweifel dran. Weil, naja, Kontakt ist Kontakt. Ob man will oder nicht. Ach, hier ist sogar noch ein bisschen Knickschutz echt noch mit dabei. Wunderschön. Gut, bevor ich jetzt hier weitermache, suche ich mir erstmal ein bisschen was an Anleitung und dann gucken wir gleich, wie das denn aussieht, wenn wir das ans Stück machen wollen. So, also schauen wir mal, ob wir da etwas rausbekommen. Ich habe zwar eine Anleitung, aber das ist dürftig, was ich dazu gefunden habe. Ich habe zwar die Pinbelegungen, aber halt nicht, wie man den Griff selber zusammenbaut. Erstmal würde ich mal sagen, das muss durch den Knickschutz und der Knickschutz muss hier oben rein. Da bin ich mir relativ sicher. Also machen wir das mal so. Okay, das Ding hält nicht, also kommt da gleich noch ein Kabelbinder drauf. Der hier, der stört mich noch so ein bisschen. Was wir noch gucken müssen, laut Anleitung soll der Quecksilberschalter hier rein. Möchte ich nicht. Ich sehe auch keinen Sinn da drin, denn der Quecksilberschalter schaltet im Prinzip entweder so ist er an, oder so ist er aus. Ich halte relativ selten den Lötkolben nach oben. Und auch wenn ich ihn wegstelle, ist er ja ein bisschen nach unten. Das heißt, er würde wahrscheinlich auch gar nicht schalten. Das bringt jetzt nicht wirklich viel, da zu probieren, den da einzubauen. Was ich mal machen werde, hier ist ja auch noch dieser schwarze drin. Das dürfte ein Bewegungssensor, Erschütterungssensor sein.
Das klingt jetzt dann doch irgendwie sinniger. Auch nicht wirklich, aber zumindest ein bisschen. Ich denke, ich werde den mal einlöten, im Zweifelsfall mal gucken, vielleicht irgendwas anderes, aber viel Platz ist halt auch nicht hier drin. Ich denke, den hier werde ich erstmal reinlöten, dann gucken, ob die Firmware damit klarkommt. Im Zweifelsfall schließe ich es kurz. Aber der andere Sensor, zum einen, wie gesagt, Quecksilber ist eher meh. Ist jetzt nicht so gesund, wenn da was kaputt geht, von daher möchte ich das in meinen für Bleilot verwendeten Lötkolben nicht drin haben. Und hinzu kommt halt, wie gesagt, ich wüsste nicht, wie der funktionieren soll. So, das müssen wir jetzt nur noch festlöten. Okay, das gibt jetzt Lötinception. Ich suche mal gerade Strom und dann machen wir das mal fest. Gut, wenn der nicht dahin gehört, wo zum Geier gehört denn das dann hin? Das könnte funktionieren, ja, okay. Also hier rein. Das müsste hier drin verschwinden. Und auch das passt nicht wirklich da rein. Na, das wird ja interessant. Machen wir erstmal hier einen Kabelbinder drum. Das Kabelbinder ist zwar jetzt nicht wirklich die Zugentlastung, die man haben möchte, aber das ist, was vorgesehen ist. Dann müssen wir wohl damit klarkommen. Mich jetzt stört, wie gesagt, der passt nicht so ganz da rein und ich habe die dumpfe Befürchtung, dass da dieser Widerstand, Widerstand nicht, der Sensor nicht ganz unschuldig ist. Wobei, noch nicht mal der Kabelbinder passt hier rein. Haha, na dann. Wer das designt hat, hat er offenbar nicht vor, das selber nochmal zusammenzubauen. Ja. Ah, jetzt, das geht. Bisschen drehen, dann passt das. Mit dem hier nachdrücken und festschrauben. Das ist mit Sicherheit nicht so, wie das bei einem professionellen Gerät sein sollte, aber hey, ist es ein Bastellötkolben? Was erwarten wir eigentlich? Theoretisch ist unser Griff damit fertig? Ja, doch. So Pi mal Daumen, ich meine, hat nicht ganz den Abschluss hier unten, aber könnte funktionieren. Fehlt ja nur noch die andere Seite, ne? Das hier müssten zwei Teile sein, eine Buchse und ein Stecker. Gucken wir doch mal. Jo, da haben wir einen Stecker, da haben wir die Buchse. Hier muss das Kabel rein. Wie geht denn das weiter auf? Ah, da können wir was abschrauben. Da haben wir jede Menge kleine Kontakte. Und hier haben wir zwei Schrauben. Und hier kam auch noch so ein Plastikröhrchen raus. Ich gehe mal davon aus, das gehört dann auch noch irgendwie dazu. Also erstmal irgendwie hier durchschummeln. Okay, das, wenn der zu ist, das hält auf jeden Fall. Das bewegt sich nicht mehr. Dann das hier, kommt das hier drüber dann am Schluss? Ja, klar, das kommt hier vorne dann wahrscheinlich drüber, weil außenrum haben wir ja Metall. Wir haben hier eine Einbuchtung. Die gehört zu uns. Und dann haben wir B1, 2, 3, 4. Das wäre grün, rot, weiß, schwarz. So, wenn wir jetzt keinen Fehler gemacht haben, dann sollte alles an der richtigen Stelle sein. Alles scheint zu halten. Wir sollten irgendwo unser Plastikding haben, was die Isolierung zur Außenwand dann herstellt. Das passt sogar noch halbwegs drumherum. Und dann kommt auch schon der hier. Der draufgeschraubt. Ah, das sieht gut aus. Wunderschön. Jetzt noch hier die Festschrauben, dass wir die Zugentlastung haben. Und dann haben wir unser Kabel schon mal fertig. Das ist doch mal ein guter Anfang. Das können wir weglegen. Fehlt dann noch der ganze Controller-Kram. Dazu gehört dann das hier. Ja, so, das hier, der mit den drei Pins, das ist für die Stromversorgung. Das ist uns jetzt erstmal egal. Der mit den vier Pins, der kommt am Schluss hier rein. Den müssen wir jetzt also im Prinzip gleich hier dran machen. Also Heizung an, Lötzinn gesucht und weiter geht's. Ja, im Prinzip war's das schon, ne?
Dann müsste ich mir nur noch hier Strom besorgen. Das ist dann wahrscheinlich Rot plus, Schwarz minus und Grün dürfte Erde sein. Der geht dann zur Spitze durch. So, und wenn wir nochmal aufs Board hier gucken, da ist ja auch eine Beschriftung. Minus, E und Plus. Das klingt doch schon mal richtig. Dann würde ich sagen, machen wir das auch. Ich habe hier schon mal mein Mobilnetzteil mitgebracht. Theoretisch müsste das gehen. Dann gucken wir mal, ob es auch das tut. Strom an. Wow. Okay, er piept rum. Error. Okay. Error schon, aber wir sehen auch ein paar Nachrichten auf dem Bildschirm. Wir sehen irgendwas mit Schütteln. 0% Z300 Error. 23,6 Volt ist die Eingangsspannung. Das kommt doch ungefähr hin. 23,56 habe ich hier hinten eingeschaltet. Der Pieper geht mir gewaltig auf den Senkel. Und 20 Grad dürfte die Umgebungstemperatur sein, weil im Moment haben wir ja keinen Sensor angeklemmt. Deswegen wird er wahrscheinlich auch auf Error sein. Das können wir natürlich mal ändern, indem wir jetzt unseren Lötkolben holen und den hier einstöpseln. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich gleich auslöte. Es fängt mit P an und hört mit IPA auf. So, stecken wir den mal ein. Oh nee, er sagt weiterhin Error, obwohl ich eingesteckt habe. Das ist schlecht. Das klingt fast so, als ob wir irgendwo ein Problem haben. Okay, jetzt mit anderem Fehler. Ich habe den Griff nochmal neu zusammengesetzt, in der Hoffnung, dass er jetzt Kontakt macht. Macht er anscheinend auch. Wir kriegen nämlich eine Temperatur, aber er startet immer wieder neu. Anscheinend haben wir da einen Kurzschluss irgendwo drin jetzt. Ach, super. Und da habe ich dann noch rausbekommen, was das Problem ist. Ich denke, man kann es schon erkennen. Ja, der Schalter hier hatte sich nach unten gebogen und er macht jetzt hier zwischen Minus und Plus direkt einen Kurzschluss. Das darf so natürlich nicht sein. Ich guck mal, ob ich was zum Isolieren habe oder dem was kürze. Was mir auch noch aufgefallen ist, das Ding hier, das hat hier so eine Einkerbung und im Griff selber, da ist auch entsprechend ein Key drin. Das heißt also, den kann man im Prinzip nur in einer Rotationsrichtung da einstecken. Man schafft es auch in die andere, aber dann geht es irgendwie sehr schwer nur noch raus. Ja, okay, lesson learned. Okay, ich habe den Fehler gefunden. Und zwar, es ist ein Bedienfehler. Ich hatte ja das Ding hier reingesteckt und gedrückt, bis das Widerstand kam. Dann ist dieser Ring hier, der hier dran ist, ungefähr auf der Höhe hier. Gerade so hinter dem Schwarzen. Das ist aber noch nicht ganz drin, sondern man muss nochmal kräftig drücken, dann rastet das nochmal ein und dann ist er erst richtig drin. Das hat zwei Effekte. Zum einen, er hat jetzt Kontakt und zum zweiten, rauskriegen ist jetzt dann doch eher etwas, wo man ein bisschen mehr Gewalt braucht. Also mal schnell wechseln ist da dann nicht mehr. Aber naja, okay, er ist auf jeden Fall jetzt so drin. Und sollte dann auch funktionieren. Dann würde ich mal sagen, geben wir mal wieder Saft drauf. Und im Prinzip können wir direkt mal gucken, was er sagt. Ich ziehe nochmal raus. Stelle hier auf maximale Stromstärke. So, 24 Volt ein. Und dann sagen wir mal, was ist denn die Temperatur hier bei dem 230 Grad? Hatte ich, glaube ich, die ganze Zeit. Wenn ich hier oben drehe, ich denke, man kann es sehen, dann geht er so in 10 Grad Schritten nach oben. Dann gehen wir hier auch noch 230 Grad. Einmal drücken, dann müsst ihr das speichern. Und dann lassen wir den mal hochheizen. Los geht's. Und da sind wir, das waren jetzt irgendwie so 6 Sekunden. Angeblich. Ob es an der Spitze tatsächlich so warm ist, steht natürlich woanders, raucht jetzt natürlich ein bisschen, das ist klar, ist ja eine neue Spitze. Aber ja, gucken wir doch einfach mal, ob Lötzinn schmilzt und yep, langsam aber sicher, es schmilzt. Gut, was wir auch sehen können hier oben in der Ecke, wir haben jetzt 5%, das dürfte die PWM sein, wie viel Prozent Leistung er gerade drauf gibt. Wir sehen diesen komischen diese Anzeige, und wenn ich hier den Lötkolben bewege, dann geht die entsprechend an und aus. Das wird wahrscheinlich dann benutzt, um entsprechend das Ding runterzukühlen, wenn er im Schlafmodus ist. Ich lege jetzt mal das Ding hier weg und
gucken wir uns mal das Menü an, würde ich sagen. Also, erstmal haben wir eben ja schon gesehen, wenn wir hier drehen, stellen wir die Temperatur ein. Die lassen wir mal auf 230. Okay, gespeichert. Halt. Ach nee, upsala. Ja, 230 haben wir. Wenn ich einmal kurz drücke, dann geht er auf Boost. Das heißt, der geht dann um 50 Grad einmal hoch. Und behält das bei, bis ich entweder nochmal drücke oder ein Timer ausläuft. Unten sehen wir, wie schon eben gesehen, Eingangsspannung und Temperatur. Die aktuelle Spannung sollte alles soweit passen. Wenn ich gedrückt halte, kommen wir ins Menü. Hier haben wir mehrere Punkte. Einmal Calibration, Auto Sleep, Auto Power Off, Boost Duration, Boost Degree, Wake Up Method, Buzzer Switch, Battery Guard, Firmware und Factory Reset. Fangen wir mal von unten an. Factory Reset sollte klar sein, also auf Werkseinstellungen zurück. Die Firmware zeigt uns die Version an. Das ist jetzt die Version 1.4 von 2017.6.18, ist also schon was älter. Dadurch, dass es ein STC-Controller ist und nicht der STM32 wie in vielen anderen, ist es leider nicht möglich, die Open-Source-Firmware zu installieren. Jedenfalls denke ich das nicht. Müssen wir mal gucken. Battery Guard ist ab wie viel Volt der Alarm angeht, dass er Krach macht von wegen hier, hör mal deine Spannung am Eingang, die geht runter. Steht jetzt hier auf 12 Volt, kann man in 0,1 Volt Schritten einstellen, wie man das gerne hätte. Buzzer Switch, das ist der Pieper. Wir haben eben ja gehört, jedes Mal, wenn ich was gedrückt habe, ging der Pieper an. Das habe ich hier mal ausgeschaltet. Einfach on, off. Nächste Wake-Up-Methode. Da haben wir jetzt Encoder und Handle. Das heißt, wir können, wenn das Ding schlafen ist, entweder hier was drücken, dann geht er an. Oder, da Handle auch an ist, die Bewegung von dem hier würde den auch einschalten. Wir können auch Encoder Only sagen. Das sind die beiden Optionen, also Encoder Only oder Encoder und Handle. Boost Degree hat man eben ja schon gesehen. Um 50 Grad geht's hoch, wenn ich einmal kurz drücke. Und das Ganze für maximal 30 Sekunden. Danach geht's automatisch wieder aus, wenn ich nicht vorher durch Drücken wieder ausschalte. Auto Power Off geht nach einer Minute. Und es gibt noch einen Auto Sleep, der ist auch momentan auf einer Minute. Ich glaube, bei Auto Sleep geht er nur von der Temperatur runter, Auto Power Off geht er komplett aus. Aber wie wir gesehen haben, nach einer Minute sollte er runterkühlen. Calibration sehen wir jetzt hier. 350 Grad, Ratio 100%. Ja, keine Ahnung, was das soll. Ich schätze mal, man musste auf 350 Grad oder der heizt auf 350 Grad und dann müsste man so einen externen Lötkolben, Spitzenthermometer, Gedönse benutzen. Und dann hier entsprechend einstellen, welche Temperatur er in echt hat. So kann man dann die Temperatur genau anfahren. Wenn er fertig ist, wieder gedrückt halten. Dann kommen wir aus dem Menü raus, sind wieder auf der Standardanzeige. Und ich lasse den jetzt einfach mal so stehen. Dann müsste er theoretisch ja nach einer Minute anfangen abzukühlen. Im Moment ist er noch ein bisschen wärmer wegen der Kalibrierung. Da ist er auf 300 irgendwas Grad da gerade gewesen. Jetzt sehen wir 230 Grad. Ist jetzt so mit 2-5% da, die am Halten. Und lassen wir den einfach mal kurz stehen. Und jetzt sehen wir hier, ist jetzt auf Sleep gegangen, 150 Grad. Er kühlt also offenbar bis dahin weiter. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt noch eine Minute warten würden, würde er komplett ausschalten. Das heißt also, die Power-Off-Time kommt anscheinend erst nach dem Sleep. Gut, wir sind also jetzt um runterkühlen und wenn ich jetzt hier das Ding bewege. Ich hol's mal vorsichtig hier rüber und wir haben schon gesehen, er hat sich bewegt und entsprechend hat er direkt wieder hochgeheizt. Also, ich würde mal sagen, prinzipiell klappt das Ganze mit ein bisschen Klebeband über dem Buzzer, ist es sogar erträglich, aber ein bisschen was fehlt noch, denn naja, mein kleines Mobilnetzteil möchte ich nicht ständig mit mir rumschleppen. Das heißt, ich brauche noch irgendetwas als Stromversorgung. Und ja, ich werde wahrscheinlich das Ding hier eher stationär bauen, denn für mobil habe ich ja meinen TS100. Das ist dann ein bisschen einfacher mitzuschleifen, das heißt, den hier werde ich nicht groß bewegen und entsprechend werde ich den mir irgendwie stationär aufbauen. Das heißt, ich werde mir irgendwie ein Gehäuse designen, werde da auch ein Netzteil und so reinbauen, eventuell noch weitere Sachen und dann mal gucken. So, das heißt, ich werde mich jetzt mal umgucken, ob ich noch was an Netzteilen habe. Vielleicht sowas in der Form hier, wobei der hat nur 2,5 Ampere, das ist ein bisschen knapp.
In irgendeiner Kiste wird sich mit Sicherheit was finden, aber ich würde mal sagen, Netzteil und Gehäuse und so, das ist noch eine Menge Arbeit. Das machen wir dann in einem separaten Video. Fürs Erste haben wir auf jeden Fall das Ding hier schon mal soweit zusammen und wir haben ja eben ja schon gesehen, wir können damit tatsächlich löten. Ich werde den jetzt mal schon mal hier in der Rohform mal ein bisschen an meinem mobilen Netzteil benutzen. Einfach mal, um zu gucken, klappt der wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Kann man damit vernünftig löten? Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal an, ob das Ding auch wirklich brauchbar ist und machen es dann gegebenenfalls fertig. Aber fürs Erste würde ich mal sagen, ja, das Ding heizt hoch, also es tut, was es soll.